will einen Hund, Korn. Ich will einen Hund. Darüber mal reden. Du würdest ihn. Der würde nicht gut. Würde dem Hund nicht gut tun. Das würde dem Hund sehr gut tun. Würdest du jeden Tag mit ihm rausgehen? Ja, natürlich. Würdest du nicht. Ich hätte ihn doch voll lieb, also würde ich es doch tun. Ja, keine Ahnung, ich fände auch cool, einen Hund zu haben. Holst du keinen? Weil er sterben würde. Weil er sterben. Ihr könntet über eure erste Freundin reden. Oh, das ist echt unspektakulär, meine erste Freundin. Die habe ich auf ICQ kennengelernt. Das war, die hatte einen asiatisch wirkenden oder einen Manga wirkenden Namen. Wir haben sie angesprochen und kamen aus der gleichen Stadt wie ich. Und in unserem ersten Date sind wir in den Film Chihiros Reise ins Zauberland gegangen. Alter. Das weiß ich noch. Ansonsten ging da nicht viel. Das sind immer die Leute, die ich auf der Straße, wo ich die Straßenseite wechsle, wenn ich solche Leute sehe. Was für Leute? Ja, solche halt. Ich weiß nicht genau, Spezifien. Die Manga-Namen haben auf ICQ. Die nannte sich Aya. Das wisst ihr wahrscheinlich. Aya. Es kam tatsächlich aus einem Manga und den Manga hat sie mir später ausgeliehen. War das ein Monte, aber ich erinnere mich nicht mehr. Monte Sub. Wieso? Dachte nicht immer Aya? Aya. Jetzt muss ich auch ein schlimmes Geheimnis erzählen. Du hast noch nie Montana geguckt. Ich guck den nie. Du guckst auf Toilette immer solche Sachen, solche Videos. Oh, schon lange nicht mehr. Was? Und deine erste Freundin, Cornel, willst du uns auch von der berichten? Ja. Wie groß die Liebe war? Ja. War ziemlich schlecht. Wie alt warst du? Ich war, glaube ich, 16, glaube ich. Ich glaube, ich hatte meine erste Freundin mit 16, peinlicherweise. Was heißt peinlicherweise? Ich würde halt schon sagen, relativ spät. Aber, Bruder, ich hatte meine erste Freundin mit 22. Ich hatte meine erste Freundin mit 25. Nee. Mit 25? Mit 26. Mit 26? Mit 25. Na, guck mal, dann war das auf jeden Fall nicht so eine lame Händchen halt, ein bisschen Küssen-Beziehung wie meine erste. Hey, du weißt doch, wer meine erste Freundin war. Das war deine erste Freundin? Ja. Welche von denen würdest du jetzt als deine erste Freundin ansehen? Hä? Ich weiß nicht, welches ist. Ja, die Österreicherin. Die aus Österreich, oder? Die aus Österreich, welche? Das war sozusagen deine erste. Das war doch rothaarig. Hat er die Frau gerade so beschrieben, indem er nur ihre Haarfarbe nannte? Oh mein Gott. Oh. Wow, Bruder, das geht nicht. Hast du gerade das Gender von meiner Freundin assumed? Nein. Sie war keine Frau. Sie war ein Kampfhubschrauber. Ja. Wie noch heute ihre Motoröl. Wieder über Dinge reden. Ja, ich hatte halt nie eine Beziehung. Ich hatte halt immer mal so, ne, so ein guck mal rein, aber... Ich wollte mal gucken, wie es ja aussieht. Ich hatte halt nie eine Beziehung und wie du siehst, hat diese Beziehung auch nicht lange gehalten. Nee. Und ich hatte danach auch mal was, aber das hat auch nicht gehalten. Oder was heißt gehalten? Danach hatte ich auch keine Beziehung mit der... Ich kann halt Beziehungen nicht so gut. Ist nicht... Ja. Oh mein Gott, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ja. Ich würde dir jetzt gerne sagen, musst du so und so machen, dann geht das. Aber ich glaube, da gibt es keinen Lösungsweg, keinen offiziellen. Ich glaube, es liegt an dir. Ja, das liegt auch an mir. Willst nicht so laut aussprechen, aber ich glaube, wenn das so lange nichts geht auch und dann immer diese nur so Beziehung, die ich hatte, war kompletter Nonsens. Ja, aber ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor, diese eine Beziehung, die gab es ja eigentlich auch nur aus deiner Not heraus, das hochziehen musstest. Und irgendwo da kommen musstest. Sonst hätte es diese Beziehung ja wahrscheinlich auch nicht gegeben. Nicht in der Form, nein. Die Beziehung schon. Wir waren aber ja schon zusammen, wir wären nicht aber so schnell so weit gegangen. Natürlich nicht. Ich bin ja nur eingezogen, weil ich irgendwo hin muss und ich wollte nicht zu meinen Eltern. Ich wusste ja auch nicht, wie es ist und die Sache ist halt einfach... Ich will, keine Ahnung, ich Angst, war wahrscheinlich... Darfst du darüber reden? Ja, ich glaube nicht, dass sie mich noch guckt, aber man weiß es ja auch nicht, ne? Ey, man weiß es nie, ne? Ey, mich hat letztens jemand angeschrieben, also ich hatte jetzt Kontakt zu einer, mit der ich früher in der Schule war, die mir gesagt hat, dass sie meine Streams guckt. Dachte mir auch so, willst du mich verarschen? Ich habe mit der, keine Ahnung, seit 8 Jahren nicht mehr geschrieben oder so. Diese Liebesgeschichte hatten auch Gizmo und ich. Ich habe sie auch schon direkt eingeladen, auf mein Pappbett zu schlafen, ne? Natürlich. Mal gucken. Ja, ich wollte die früher in der Schule immer flanken, aber... Ja? Ja, aber... Ich hoffe, sie guckt das gerade. Hallo, L, to the A. Lana? Nee, Laurentius. Laurentius. Willst du das... Hä? Ist es schlimm, dass meine Freundin Laurentius heißt? Nein, natürlich nicht. Ja, nee, das war sehr seltsam tatsächlich.